Lange ist's her und jetzt sind sie wieder aufgetaucht aus der Versenkung. Die kleinen Micro-Machines haben uns schon zu Amiga- und PS1-Zeiten bestens unterhalten. Und daran hat sich nichts geändert. Allerdings wird der Funracer zur Qual, wenn ihr versucht, euch durch die verschiedenen Einzelspieler-Turniere zu schlagen. Eure Gegner verzeihen euch nämlich keinen Fahrfehler und nach einem Absturz könnt ihr es sowieso vergessen, nochmal an die Spitze des Fahrerfeldes zu gelangen. Warum ihr das trotzdem macht? Ganz einfach. Ihr könnt insgesamt 750 verschiedene Fahrzeugvarianten und 50 abgefahrene Parcours freischalten. Klingt nicht nur gut, ist es auch. Zumal ihr die einzelnen Miniaturkarren on- bzw. offline miteinander austauschen könnt. Das Ganze geht sogar von der PS2 zur PSP. Beim Rennpokal tretet ihr gegen 3 CPU-Gegner an und müsst euch in 3 Runden bis an die Spitze kämpfen, um die nächste Herausforderung freizuschalten. Wie bereits erwähnt, dürft ihr euch hier keine Fahrfehler erlauben, ansonsten ist Schluss mit lustig. Eure Kontrahenten treten nicht nur wie Verrückte aufs Gaspedal, sobald sie hinter euch sind, sie ballern auch, was das Zeug hält. Oft sind die einzigen Mittel zum Sieg die auf den Strecken verteilten Power-Ups. Mit Raketenwerfer, Plasmakanone oder Hammer schießt und klopft ihr auf eure Kontrahenten ein, bis diese entweder ins Aus befördert werden oder zerstört auf der Strecke liegen bleiben. Wie ihr seht, haben eure Kisten nun auch Lebensbalken. Je mehr Leben ihr verliert, umso langsamer wird euer Gefährt. Natürlich finden sich unter den Goodies auch Heilkapseln, um dem Zerstören entgegenzuwirken. Ihr müsst euch aber nicht nur mit starken Gegnern messen, auch die Zeit kann zu eurem Feind werden. Die Checkpoint-Rennen nämlich verzeihen euch ebenfalls keine Fahrfehler. Hier müsst ihr fast jede Kurve perfekt nehmen, um den nächsten Abschnitt zu erreichen. Übung macht den Meister und so werdet ihr wohl viele Strecken probieren und probieren, bis ihr letztendlich das Ziel erreicht habt. Wie früher schon, so findet man auch heute noch den eigentlichen Spielspaß hauptsächlich in den Multiplayer-Modi. Es gibt nichts Schöneres, als seine Kumpels vom Tisch zu schubsen und sie dabei noch dreckig auszulachen.